Hi, mein Name ist Sarah, ich bin 27 Jahre alt und bin im ersten Ausbildungsjahr zur ATA. Ja, moin, mein Name ist Lars, ich bin auch im ersten Ausbildungsjahr zum ATA. Hallo, mein Name ist Julia Wadanowski, ich bin 19 und ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr zur ATA. Ich fand schon sowieso immer seit Kindheitszeiten alles, was mit Medizin, OP und vor allem diesen Narkoseträumen, von denen so oft erzählt wird, fand ich immer interessant. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal nach dem Abitur, das ich jetzt vor ein paar Monaten gemacht habe, überlegt, ob ich nicht tatsächlich hier einfach arbeiten wollen würde. Wir lernen sehr viel von Hygiene bis hin zu Kommunikation, Anatomie, Physiologie. In den Theorieblöcken sind wir in der Schule und haben Unterricht. Und in unseren Praxiseinsätzen sind wir dann in unseren jeweiligen Kooperationskrankenhäusern. Außerdem haben wir als erster Jahrgang ein Skills Lab OP zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist ein originaler, alter, stillgelegter OP, der noch in richtigem Originalzustand ist. Und hier können wir uns dann ganz normal austoben unter fast echten Bedingungen. Ich bin Hanna von der Anästhesie. Wir drehen Sie gleich einmal zu meiner Seite rüber, damit wir Sie dann mit einem Rollboard rüber auf die OP-Trage legen können. Ist das in Ordnung? Ja, gut. Ja, also ich bin aufmerksam geworden auf die Ausbildung zur ATA durch persönliche Erfahrung, da ich im Klinikum Bremerhaven mal einen Eingriff hatte und dort eben ein ATA war, der mich total beruhigt hat und total witzig drauf war und mich zum Lachen gebracht hat, während er da Anschlüsse gemacht hat und so weiter und mich beruhigt hat, dass die Narkose gar nicht schlimm ist. Als ATA kann man in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Es gibt zum einen natürlich logischerweise die Anästhesie, es gibt aber auch die zentrale Notaufnahme, die Endoskopie und auch die Zentralsterilisation. Die Ausbildungsvergütung ist natürlich nicht der entscheidende Faktor, warum wir uns für die Ausbildung entschieden haben. Allerdings ist die Ausbildungsvergütung sehr gut und das ist natürlich ein zusätzlicher Anreiz. Ja, Grundvoraussetzung für die Ausbildung ist zum einen, dass man einen mittleren Schulabschluss hat. Also in der Ausbildung freue ich mich besonders auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit vielen neuen Kollegen in verschiedenen Fachabteilungen und auf jede Menge Spaß und interessante Eindrücke. Hallo, mein Name ist Johanna Rönert. Ich bin Lehrkraft in der Bildungsakademie der Gesundheit Nord für den Bereich OTA und ATA. Mein Name ist Christine Ahlers und ich unterrichte in dieser Schule Anästhesie, Berufsfachkunde. Mein Name ist Lutz Kaufmann. Ich bin zentraler Praxisanleiter und begleite ATA und OTA-Auszubildende.